So, Freunde, es geht weiter bei Let's Play Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir hier im Schnee einiges erledigt und die Folge ist sehr lang geworden. Deswegen habe ich sie jetzt unterbrochen. Hier geht es jetzt weiter und hier beenden wir dann auch hoffentlich die Folge. Ein paar Meter müssen wir noch gehen dafür. Und uns erwarten auch noch ein paar Gegner. Ich habe da zumindest einen eben gehen sehen. Ich rüste mal, glaube ich, den hier aus. Okay. Sie sind gesehen worden. Okay, sehr gut. Also, wie gesagt, der Granatwerfer war eine Top-Investition. Die 100.000 Rupien war mir das alle Male wert. Ich hätte, glaube ich, auch noch mehr bezahlt. Sogar das Dreifache hätte ich bestimmt hingeblättert. Na komm. Weg mit dir. Sauerstoff lässt er auch noch fallen. Sehr schön. Okay. Haben wir gut geschafft, das Ganze. Wird nicht mehr weit sein. Gehen wir hier noch hin. So. Na komm. Ja, hast mich dann halt gesehen. Kriegst mich aber eh nicht. Okay. Wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Und das auch mit ziemlichem Erfolg, würde ich sagen. Dank des Granatwerfers. Ansonsten wäre es deutlich schwieriger geworden, glaube ich. Okay, mal sehen, was der nette Longinus dazu zu sagen hat. Ob er damit zufrieden war mit unserer Leistung. Wenn nicht, Pech. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung. So. Eine außerordentlich kleine Kiste, wie bestellt. Ich dachte, es wäre eine Waffenlieferung für den Goldenen Pfad. Deshalb war ich dort. Und so wie den Menschen bestimmt ist, hierein zu sterben, so folgt danach das Gericht. Sie belügen dich. Weißt du das? Man nennt es den Kreislauf des Lebens, aber das Leben baut auf Leichen auf. Fressen oder gefressen werden. Bei Tieren heißt es Überleben. Bei Menschen heißt es Business. Oh, sind das etwa? Business, E.G. Ein grausiges Geschäft. Mich rettete eine Kugel. In den Kopf. Mein altes Ich starb, das grausame Ich. Du hättest mich einen Warlord genannt. Aber diese Kugel schlug ein Loch in meinen Schädel, durch das Licht Gottes eindringen konnte und ich wurde getauft mit dem Wasser der Gokafälle. Und diese Diamanten? Levitikus 17,11. Denn das Blut ist es, welches Sühnung erwirkt für die Seele. Das sind Überreste aller meiner früheren Vergehen. Jeder Diamant ist eine Sünde. Und diese Hände sündigten oft. Und die Waffen für den Goldenen Pfad? Sie kriegen sie. Und mehr noch. Geh! Sag Amita und Sabal, sie werden ihre Waffen bekommen. Und vielleicht interessiert sie auch, dass Duplo eine große Lieferung Opium vorbereitet bei der Teefabrik. Warte, Opium? Noch so ein grausiges Geschäft, E.J. Nun geh, sag's ihnen. Und wenn du fertig bist, komm zurück, denn das Werk des Herrn ist nie vollbracht. Okay, gut, dann haben wir jetzt verstanden vielleicht, warum Longinus so spinnt. Denn er hatte mal eine Kugel im Kopf. X halten, um Wingsuit zu nehmen. Oh. Haben wir jetzt einen Wingsuit? Das wäre natürlich richtig cool. Ich skill jetzt mal den Messerwurf-Takedown hoch. Wingsuit erhalten. Haben wir den jetzt dauerhaft? Das wäre jetzt richtig cool, weil das wusste ich dann gar nicht, dass man den jetzt schon kriegen kann. Naja. Wäre auf jeden Fall cool. Die nächste Mission ist direkt da hinten. Ein paar Meter entfernt. Oder? Ja. Gar nicht so weit weg. Müssen wir nur ein bisschen laufen. Also der Wingsuit ist so ein Ding, wenn wir dann in der Luft sind, kann man den aktivieren und dann kann man ja halt von hohen Dingen runterspringen, ohne zu sterben. Deswegen ziemlich praktisch, das Ganze. So, und jetzt können wir eigentlich die nächste Mission direkt im Anschluss zumindest starten. Und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
Oder ja, zumindest mal mit denen reden und wie es dann weitergeht, sehen wir dann so. Wie kommen wir hier runter? Jetzt können wir eigentlich den Wingsuit schon testen, oder? Haben wir da auch einen Fallschirm dabei? Nee, komm, ich teste ihn lieber nicht. Machen wir es mal lieber so. Den können wir ja testen, wenn unten Wasser ist oder sowas, weil dann stirbt man so oder so nicht. Okay. Da unten ist Wasser. Ich will das Ding jetzt mal. Ah, nee, da kommen wir aber nicht rein. Ich teste den jetzt aber einfach mal. Falls wir sterben, ist es Pech. Okay. Das ist der Wingsuit. Und ein Fallschirm ist auch dabei. Okay, super. Gut, dann habe ich das soweit auch verstanden. Okay, dass wir den jetzt dauerhaft haben. Wovon ich jetzt einfach mal kurz ausgehe. Das finde ich natürlich richtig cool. Und wir gehen jetzt mal hier rein. Da geht's, glaube ich, rein. Gut. Bisschen Waffen mitnehmen, Munition meine ich. Und dann geht es auch schon weiter. Amita. AJ, Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert. Auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Okay, ein moralischer Bankrott oder ein richtiger? Das ist jetzt die Frage, für was wir uns entscheiden. Beim letzten Mal haben wir uns für Sabal entschieden. Ich höre mir nochmal beide Meinungen an. Und dann entscheide ich. Erstmal das hier noch mitnehmen. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. Okay, also die wollen, also dass wir das niederbrennen. Und Amita möchte, dass es nicht niedergebrannt wird. Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Okay, also beim letzten Mal waren wir auf Sabals Seite. Amita möchte die Opiumfelder bei der Kyra-Tee-Fabrik übernehmen, um damit Aktivitäten des Goldenen Pfads zu finanzieren. Es ist nicht der richtige Weg, aber ich nehme ihn trotzdem. Ja, erstens, damit wir dann auch mal auf Amitas Seite stehen. Und zweitens mal braucht der Goldene Pfad Geld. Da kann der Typ sagen, was er will, der ist dabei. Wir brauchen es auf jeden Fall und das machen wir dann in der nächsten Mission, in der nächsten Folge. Die Mission. Ja, wie sollen wir denn ohne Geld weiterkommen? Ist schon richtig. Natürlich, der Weg, das Ganze mit Drogen zu machen, ist natürlich nicht der richtige Weg, aber wenn man keine Option hat, muss man es eigentlich so machen. Das war jetzt nicht so gut gefahren. So. Okay. Ja, ich habe jetzt auch gar keine Idee, was wir diese Folge machen können. Könnten eigentlich spontan ein bisschen mal schauen. Ja, wisst ihr was? Wir gucken ein bisschen uns die Karte an und machen ein bisschen Blödsinn, denke ich mal. Ja, was heißt Blödsinn? Ein paar Propagandaposter sammeln oder Beutekisten. Ah, hier waren wir doch. Das haben wir doch gesehen gehabt vom Glockenturm aus. Gibt es noch einen Brief, aber den lese ich jetzt nicht. Kiste durchsuchen. Kam aber nichts raus. Doch. Zahnstocher. Und da oben dürfte noch eine Kiste sein.
So. Und da ist noch ein Gyrocopter. Dann fliegen wir halt noch mit dem ein bisschen rum. Warum auch nicht? So. Und dann fliegen wir mal ein bisschen rum. Vielleicht finden wir noch irgendwie eine Karma-Mission oder sowas. Aber es lohnt sich halt jetzt nicht, noch irgendwas Neues anzufangen. Machen wir dann aber versprochen in der nächsten Folge. Gut, ist das überhaupt in der Karte? Ja. War ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil sonst hätten wir ja noch einen Glockenturm eventuell machen können. Obwohl, den können wir eigentlich auch so machen. Ja, komm. Machen wir dann einfach einen Glockenturm. Die müssen wir ja sowieso irgendwann mal machen, deswegen ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Und so weit ist er jetzt auch nicht entfernt. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Da ja die letzte Folge ziemlich lange war, haben wir dann hier eine etwas kürzere eventuell. Aber ich finde, damit kann man auch mal leben. So, der ist dann auch ziemlich easy eigentlich. Kommt man gut reingeflogen. Es sei denn, wir werden dann wieder attackiert. Oh, was ist das denn für eine Statue? Die ist aber ziemlich schön. Seht ihr die? Ja, sehr schön. Vor allem hier auch von der Draufsicht. Könnte man mal ein Foto von schießen. Und dann vielleicht als Thumbnail benutzen. Okay. Da ist er auch schon. Und das ist auch das Gebiet, wo Yogi und Reggie sind. Deswegen hätten wir den sowieso bald machen müssen. So. Einmal hier rein. Falls uns das gelingt. Wir werden aber attackiert. Ich versuche mal, hier so reinzukommen. Mal sehen, ob das klappt. Nicht so optimal. Aber da müssen wir hoch. Okay. Jetzt schwingen wir uns mal ein bisschen rum. So. Okay. Haben wir geschafft. Signal stören und dann können wir eventuell noch die Typen da unten besiegen. Und dann war es das auch schon für die heutige Folge. So, was haben wir denn freigeschaltet hier? Kyras Wallfahrt. Ah, die Statue, die wir eben schon gesehen haben. Mit einem Sniper oben. Den habe ich nicht gesehen. Banaschurs Baum des Lebens. Wieder so eine Karma-Geschichte bestimmt. Und Yalungs Verstand. Yalung ist ja, keine Ahnung was. aber diese ganzen Masken sind ja Yalung-Masken. Oh, meine Stimme verlässt mich auch schon. Hier gibt es noch ein Medikit. Und die Idioten da unten sind weg. Okay. Gut, unten gibt es noch ein Poster, das wir eventuell abreißen könnten. Aber da kommen wir zu schnell nicht hin. Deswegen würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es weitergeht. Ah, da. Ach komm, das machen wir noch. Poster und den Idioten erledigen. Das können wir in dieser Folge noch machen. Aber das sind ja noch mehrere Idioten eigentlich. Die werden uns dann aber auch schon angreifen, wenn sie ein Problem mit uns haben. Machen wir es nochmal mit Pfeil und Bogen. Oder? Ja. So. Zack. Erledigt. Poster machen wir auch noch kaputt. Okay. Und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry 4. Und ich hoffe, dann seid ihr auch wieder dabei. Bis dahin.